Im Blickpunkt der Deutschen in Ost und West heute DDR-Ministerpräsident Hans Modrow in Bonn, eine weitere Etappe auf dem Weg zur deutschen Einheit. Doch geradlinig und ein Spaziergang wird dieser Weg nicht sein. Da hatte es schon Symbolwert, dass Modrow, Kohl und Gefolge auf einer Wendeltreppe zur gemeinsamen Pressekonferenz steigen mussten. Guten Abend zum Heute-Journal. Die deutsch-deutsche Begegnung am Rhein, sie war bereits beim Besuch des Kanzlers im Dezember an der Elbe vereinbart worden. Damals in Dresden war noch von einer Vertragsgemeinschaft die Rede. Das ist vorbei. Inzwischen steht die Einheit auf der Tagesordnung, denn sie verheißt den Menschen in der DDR die bessere Zukunft. Und die kann es nur geben, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Grund auf wandeln. Das wiederum ist Voraussetzung für das Angebot der Bundesregierung, möglichst rasch die Wirtschafts- und Währungsunion zu verwirklichen. Voraussetzungen, die Hans Modrow und seine Übergangsregierung nicht oder nur in Ansätzen geschaffen haben. So sahen das wohl auch die Gastgeber heute in Bonn. Für Helmut Kohl eine Begegnung mit Vorbehalten. Schließlich hatte er es mit dem Chef einer Übergangsregierung zu tun, mit dem sich nichts mehr auf den Weg bringen lässt. Und für Hans Modrow ein wahrhaft schwerer Gang, weiß er sich doch in der fast aussichtslosen Rolle eines Mannes, der das Chaos bis zu den Wahlen am 18. März verwalten muss, so gut es eben noch geht. Vom deutsch-deutschen Arbeitstreffen in Bonn berichtet Peter Elgert. Begegnung am späten Abend. Ministerpräsident Modrow und der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt, jener Politiker, der das Wort vom Zusammenwachsen, was zusammengehört, prägte. Abschluss eines 12-stündigen Gesprächs- und Verhandlungsmarathons, von dem sich Modrow sicher mehr erwartet hatte, denn die Zahl der Termine steht im umgekehrten Verhältnis zum Ergebnis. Warten auf den Gast aus dem anderen Deutschland. Auftakt zum zweiten Treffen zwischen Bundeskanzler Kohl und Modrow seit Öffnung der Mauer. Vielleicht zum letzten Mal weht die Flagge mit Hammer und Zirkel über dem Kanzleramt. Anders als bei der Begegnung vor Weihnachten in Dresden ist das Thema deutsche Einigung nicht mehr strittig. Jetzt geht es vor allem um das Wie und Wann. Signale für Vertrauen bei der Bevölkerung setzen, heißt die Devise, um die ersten freien Wahlen in der DDR nicht zu gefährden. Eine Stunde später im NATO-Saal des Kanzleramts Treffen der beiden Delegationen. Drei Ministerpräsidenten und sieben Minister auf westdeutscher, 17 Minister auf DDR-Seite am runden Tisch. Wir sitzen hier bei den reichen Brüdern und haben nichts zu sagen, klagen später die Gäste. Von einem Geist der nationalen Verantwortung sei wenig zu spüren gewesen, Enttäuschung und Verstimmung bei der DDR-Delegation. Am Nachmittag mit Verspätung die Pressekonferenz. Nur über die Feuerleiter kommen Kohl und Modrow in den Saal. Der Andrang ist so groß wie noch nie. Auch die Erwartungen der über 30 Fernsehteams sowie mehreren hundert Zeitungs- und Rundfunkjournalisten. Ihren Hunger nach Neuigkeiten können die Regierungschefs jedoch nur unzureichend befriedigen. Wenn wir heute hier zusammenkommen, will ich doch daran erinnern, dass es heute 45 Jahre sind. In Erinnerung an den großen Angriff auf Dresden, der ein besonderer Markstein des Leidens unseres Volkes bedeutet. Wir Deutsche haben jetzt die historische Chance, in freier Selbstbestimmung die Einheit unseres Vaterlandes zu vollenden. Die Einheit ist jetzt möglich und es liegt jetzt an uns, an den Deutschen, ob wir diese Chance beherzt und besonnen ergreifen. Auf revolutionäre Ereignisse will die Bundesregierung eben solche Antworten finden. Davon scheint aber die DDR-Delegation offenbar nicht zu Recht überzeugt. Die Ostberliner Minister ohnehin nur bis zur Wahl im Amt befürchten, dass Bonn den Preis für die Vereinigung drücken will. Möge man nie vergessen, dass vom Volk der DDR in die Vereinigung nicht nur die bittere Niederlage des realen Sozialismus eingebracht wird, sondern auch jenes stolze Wort, wir sind das Volk. Ich hoffe zutiefst, dass dieses Wort und sein politischer Inhalt nicht verloren gehen werden. Niemand sollte mit Furcht in ein künftiges Deutschland gehen. Deshalb ist es auch geboten, die Aufforderung zu wiederholen, jeder möge nun wirklich in seiner angestammten Heimat bleiben. Alle haben eine Perspektive, alle haben ihre Chancen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende und Parteichef Vogel am Abend bei Modrow
der anschließend auch mit den Vorsitzenden der anderen Bundestagsfraktionen spricht. Vogel macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Er vermisst ein klares Wort zur polnischen Westgrenze und hält insgesamt die Ergebnisse des ersten Besuchstags für unzureichend. Unzufrieden ist Vogel auch mit der zugesagten Soforthilfe. Geht es also nach Helmut Kohl, soll die Einheit schnell kommen. Sein Credo, nur so könne den Menschen in der DDR eine Perspektive gegeben werden. Dies ist der politische Rahmen. Doch in den müssen die wirtschaftlichen und die währungspolitischen Realitäten eingepasst werden. Und nicht nur die, auch die sozialen Erfordernisse für die Menschen hüben wie drüben. Eine Mammutaufgabe, für die man heute in Bonn schon entscheidende Weichen stellte. Werner Gößling fasst die Ergebnisse der Arbeitsgespräche zusammen. Der Bundeskanzler hatte es eilig, zu eilig. Wenigstens für die Fotografen und Kameraleute beim Familienfoto. In den anschließenden Gesprächen ging es dann aber nicht mehr so schnell, jedenfalls gemessen an konkreten Ergebnissen. Hauptthema heute natürlich Wirtschaftsgemeinschaft und Währungsunion. Ein Sonderbote hatte die Gesprächsunterlagen zwar gebracht, doch eine Sonderbotschaft lag nicht auf dem Tisch. Nicht einmal ein ausformulierter Vorschlag zur Währungsunion. Weder beim Fachgespräch der Wirtschaftsminister Hausmann Bonn und Frau Luft Ost-Berlin, noch beim anschließenden Gespräch in großer Runde. Hier trug der Kanzler den Bonner Vorschlag nur mündlich vor. Zu einem bestimmten Stichtag könne die D-Mark auch in der DDR eingeführt werden, wenn dort die Voraussetzungen für eine soziale Marktwirtschaft geschaffen seien. Ergebnisse des Wirtschafts- und Währungsteils der Gespräche. Zur Vorbereitung der Währungsunion wurde eine Expertenkommission eingesetzt, die schon nächste Woche tagt. Zweitens, der von der DDR geforderte Solidarbeitrag von 10 bis 15 Milliarden D-Mark wurde von Bonn abgelehnt. Und drittens, das Kreditprogramm für den Mittelstand kann anlaufen. Das heißt, die kleinen und mittleren Unternehmen finden in der DDR bald die Bedingungen vor, die sie gewöhnt sind. Und nur sie sind in der Lage, unmittelbar und schnell und in der Fläche neue Arbeitsplätze zu schaffen. Insgesamt für die DDR-Delegation jedoch ein enttäuschendes Ergebnis. Es bleibt die Erwartung, die auch der runde Tisch gestern ausgesprochen hat, dass ein Solidarbeitrag der Bundesrepublik für die Deutsche Demokratische Republik geleistet wird. Weiteres Thema, der Aufbau einer Sozialversicherung in der DDR. Arbeitsminister Blüm hat in den vergangenen Tagen Finanzhilfen für eine Arbeitslosenversicherung in Aussicht gestellt. Doch auch hier gab es heute kein konkretes Bonner Angebot, auch nicht für eine erste Rate. Das kann ich doch im Vorhinein nicht bestimmen. Erstmal weiß ich gar nicht den Bedarf. Es kann doch niemand sagen, wie viel Arbeitslosenunterstützung gezahlt werden muss, wie viel Qualifizierung. Zuvor hatte Regierungschef Modrow die Bedeutung der sozialen Absicherung angesichts der bevorstehenden wirtschaftlichen Änderungen unterstrichen. Und das Ausbleiben eines Bonner Angebots dann enttäuscht kommentiert. Sie sehen, der gute Wille war die Hauptsache. Wenig Konkretes also auch in der Sozialpolitik. Erstens vorerst Zurückhaltung bei Hilfen für eine Arbeitslosenversicherung und zweitens kein Angebot zur Anpassung der DDR-Renten. Enttäuschend bisher auch die Reaktion der Börse auf die deutsch-deutschen Gespräche. Die fehlende Klarheit über Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion drückte heute die Kurse der D-Mark und der deutschen Aktien. Ja, erste Ergebnisse, erste Perspektiven, aber noch riesige Aufgaben, die vor den Politikern in Bonn liegen. In Bonn begrüße ich jetzt Finanzminister Weigel. Schönen guten Abend. Herr Weigel, im Grundsatz ja zur Währungsunion. Sie soll kommen, sie soll schnell kommen, sie soll aber nicht vor dem 18. März kommen. Wann soll sie kommen? Wie ist Ihr konkreter Zeitplan? Ich bin etwas enttäuscht darüber, dass die DDR-Delegation keine Möglichkeit hat, vor dem 18. März hier Entscheidungen zu fällen. Aber immerhin, wir gehen bereits nächste Woche in Gespräche und ich hoffe, dass diese Gespräche zunächst eine Bestandsaufnahme und dann auch Rahmenbedingungen finden, unter denen eine Währungsunion und ein gemeinsames Wirtschaftsgebiet stattfinden kann. Ein Datum, den Stichtag heute zu bestimmen, das kann niemand, denn es hängt jetzt davon ab, ob und inwieweit die DDR auf die Vorstellungen eingeht, die einfach notwendig sind, um Perspektiven zu entwickeln und die Chance zu nutzen. Vorstellungen, auf die die DDR eingehen soll, was ist das? Sie sprechen von Kassensturz, der notwendig sei. Wir müssen zunächst einmal natürlich wissen, wie steht es um die Verschuldung, wie sind die ökonomischen Daten, wie steht es um die Auslandsverschuldung. Das alles ist unabdingbar notwendig
Und dann geht es darum, ein Basisreformpaket zu entwickeln, das Gewerbefreiheit, Eigentum, dann Möglichkeit der freien Preisbildung und all die Dinge, die einfach für eine soziale Marktwirtschaft notwendig sind, herstellen. Nur wenn das stimmt, nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kann auch ein einheitliches Währungsgebiet installiert werden. Aber Sie fordern ja nun, Herr Weigel, sehr schnell eine Währungsunion, ohne, wie Sie gerade selber sagen, bisher wenigstens das genaue Risiko zu kennen. Ist das nicht ein gefährlicher Weg? Edzard Reuter sprach heute wirtschaftlich gesehen von einem Abenteuer, auch wenn er es politisch für notwendig hält. Ich glaube nicht, dass es ein Abenteuer ist. Es ist kontrollierbar. Einmal die Kapazität unserer Volkswirtschaft ist stark. Wir haben schon ganz andere Herausforderungen bewältigt. Zum Zweiten, wir werden unsere Stabilitäts- und Finanzpolitik nicht aufgeben. All das kann und wird nur stattfinden in enger Abstimmung mit der Deutschen Bundesbank, die für Stabilität gerade steht und die voll eingebunden ist in diesen Beratungsprozess. Und wenn ich mir überlege, dass alle öffentlichen Hände in der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich alles zusammenzähle, bereits jetzt fast 40 Milliarden Mark ausgeben für die deutsch-deutschen Beziehungen und wenn allein der Bund dafür etwa 30 Milliarden Mark aufwenden muss, dann bin ich überzeugt, wird in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung es möglich sein, zu behaupten, dass die Investitionen in die Einheit lohnender und billiger sind als die Dauersubventionen für die Teilung. Nun mal mit Blick auf vorn, Herr Weigel, auf die Perspektiven. Was kostet denn die Einheit Deutschlands? Zum Nulltarif gibt es ja nicht, das haben Sie gesagt, das wissen wir. Nein. Aber haben Sie finanzielle Zielvorstellungen und Rahmenvorstellungen? Das kann heute noch niemand sagen, weil wir nicht wissen, wie der Anpassungsprozess verläuft, weil wir nicht wissen, wie schnell nur die Investitionen greifen. Wir sind davon überzeugt, dass bei richtigen Rahmenbedingungen die DDR ein Wirtschaftswunder erleben könnte, dass alle Voraussetzungen dafür gegeben sind. Investoren sind bereit, auch die Europäische Gemeinschaft, die anderen europäischen Länder würden das als eine Chance begreifen. Sie sind auch zur Hilfe bereit. Und wenn das stattfindet, dann werden auch die Anpassungsprobleme nicht so schwerwiegend sein, wenngleich wir bereit sein müssen für die Anpassungsprozesse im Bereich einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit oder auch für Rentner etwas zu tun. Das muss natürlich auch solidarisch in einem Gesamtsystem bewältigt werden, aber vorübergehend, zeitlich befristet, müssen wir hier zur Hilfe bereit sein. Das ist dann eine Investition für den Wandel, eine Investition für die Zukunft, während Hilfen jetzt, ohne dass sich das System ändert, überhaupt nichts ändern, nichts bewegen. Wie soll denn, Herr Weigel, finanziert werden? Können Sie Steuererhöhungen definitiv ausschließen? Wir bleiben bei unserer Finanzpolitik, bei unserer Steuerpolitik und wir haben mit Steuersenkungen und einer Konsolidierung der Haushalte hervorragende Erfolge erzielt. Wir brauchen weiter unser Wirtschaftswachstum, weil wir mit diesem Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren weitgehend das finanzieren können, was an Herausforderungen im deutsch-deutschen Verhältnis entsteht. Ich verstehe das richtig, Sie schließen Steuererhöhungen zur Finanzierung dessen, was vor uns steht, aus. Ich halte Steuererhöhungen in dem Zusammenhang nicht für richtig, sondern für kontraproduktiv. Und die diffuse Diskussion in der SPD zeigt ja auch, dass auch dort nicht jeder davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg wäre. Eine letzte Frage, Herr Weigel. Was wollen Sie denn, was können Sie tun, um die Situation in der DDR bis zum 18. März zu stabilisieren? Ich sage mal über die Einsetzung einer Expertenrunde hinaus. Wir haben bisher das Mögliche getan. Man muss wissen, bereits im Normalhaushalt für 1990 steht fast eine Milliarde. Sehr viel Geld wird im Moment im Telefonbereich, im Postbereich ausgegeben. Morgen wird im Kabinett ein Nachtragshaushalt mit fast 7 Milliarden Mark verabschiedet, der weitgehend für Hilfen in der DDR zur Verfügung steht, für Investitionen im Umweltschutzbereich, für Existenzgründungen, aber auch im sanitären Bereich, im medizinischen Bereich. Allein dort sind 400 Millionen Mark angesetzt. Und dann ist dort ein Globaltitel mit etwa 2 Milliarden Mark enthalten, der es uns ermöglicht, flexibel zu reagieren, wenn neue, jetzt nicht vorhersehbare Herausforderungen noch auf uns zukommen. Vielen Dank nach Bonn. Gehen oder bleiben, das ist für viele DDR-Bürger nach wie vor die Frage. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Delegation aus Ost-Berlin verbindet mit dem heutigen Tag die Hoffnung, dass die Menschen jetzt wenigstens auf ihren Koffern sitzen bleiben und nicht rüberkommen. So Rainer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch heute wörtlich.
Wenn schon die meisten zwischen Elbe und Oder kein Vertrauen mehr in die noch amtierende eigene Regierung besitzen, kann dann wenigstens die Aussicht auf eine baldige Währungsunion vertrauensbildend wirken, so dass der Massenauszug der Menschen gestoppt werden kann. Gehen vor dem 18. März also oder bleiben? Diese Frage hat mancher vielleicht heute schon mit Blick auf Bonn für sich beantwortet. Stimmen und Stimmungen aus Ost-Berlin hat Wolfgang jüngst gesammelt und er hat auch beobachtet, wie sich die deutsch-deutschen Gespräche im Fernsehen der DDR gespiegelt haben. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, heute hat es 13 geschlagen, hier wird jetzt der Sozialstaat begraben. Aber nicht wegen des deutsch-deutschen Gipfels in Bonn. Der Protest am Alex richtet sich gegen Kürzungen im Sozialbereich, die in Ost-Berlin überlegt werden. Weil die Fahrpläne für ein neues, freies und demokratisches Deutschland nicht noch mehr durcheinander kommen sollen, werden nächste Woche Experten beraten, wann und wie Westmark und Wirtschaftsreformen kommen sollen. Das Ergebnis von Bonn und die Bürger der DDR. Naja, die ersten Auskünfte wurden ja gegeben, nicht, wie es gehen soll. Dass soziale Einbrüche hier bei uns nicht stattfinden sollen. Und unser Lohn wird ja dann einmal in D-Mark gezahlt werden müssen, damit wir uns auch am Konsum beteiligen können. Wie er das da besagt. Von uns aus schon am 1. März. Und ich glaube, das ist 80% der Bevölkerung der gleichen Meinung. Ich glaube, das ist das momentan machbar und wir werden sehen, was die nächsten Wochen ergeben werden. Es ist ja gesagt worden, dass in der nächsten Woche gerade zur Frage Währungs- und Wirtschaftsunion die Expertengespräche beginnen sollen. Und wie gesagt, wir werden wieder mehr darauf zurückkommen müssen, wie es der Vorredner schon sagte, echte Leistung, dass Leistung stimuliert wird. Das ist ja auch vielfach ein Grund bei uns gewesen, warum es rückwärts ging. Was nützt mir das, wenn jetzt die D-Mark eingeführt werden würde? Alle würden sich freuen. Wer ohne weiteres, ja, jeder sagt muss, aber nun muss man immer an die älteren Leute denken, die jetzt ein paar Mark sich erspart haben, die ihr ganzes Leben für ein paar Mark gearbeitet haben. Für wenig Geld. Und wir haben jetzt versucht, in den 40 Jahren irgendwie uns ein kleines Konto zu schaffen, ein kleines Polster zusätzlich zur Rente. Wenn jetzt die D-Mark eingeführt wird, dann muss irgendwie, man wird ja nicht sagen, dass wir voll unser Geld, was wir auf der Bank haben, jetzt auch 1:1 umtauschen. Ich bin von Arbeit aus gleich hier unterwegs und habe erst mal 1:1 mein Geld umgetauscht, um etwas zu haben, weil ich ja nur nicht weiß, wusste wirklich noch nicht, was überhaupt wird. Ja. Das war eigentlich vorher schon klar, dass da nicht mehr rauskommt aus den Gesprächen. Stichtag, das würde zu Spekulationskäufen führen, würde ich sagen. Und ich glaube, das dauert noch Monate. Nach der Wende ist das Fernsehen der DDR längst nicht mehr so dabei, wie es Regierung und frühere Staatspartei einst wollten. Der Aufmacher in der aktuellen Kamera heute natürlich das Treffen in Bonn. An einem Stichtag wird die Mark der DDR als Währungseinheit und gesetzliches Zahlungsmittel durch die D-Mark ersetzt. Und zweitens, zeitgleich müssen von der DDR die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung einer sozialen Marktwirtschaft geschaffen sein. Niemand sollte mit Furcht in ein künftiges Deutschland gehen. Deshalb ist es auch geboten, die Aufforderung zu wiederholen, jeder möge nun wirklich in seiner angestammten Heimat bleiben. Wenn dies alles gelingt, wird vieles überflüssig, auch wenn das einige noch nicht begreifen. Ich möchte Ihnen die Aufnahmegenehmigung haben, unseres Ministers, wie in der Pressestelle. Wir haben keine Aufnahme. Dann dürfen Sie ja nicht mehr aufnehmen. Bitte brechen Sie ab. Die Begegnung von Bonn, die Währungsunion und die deutsche Einheit, ein Kommentar von Peter Voss. Ist noch jemand überrascht, weil die Wirtschafts- und Währungsunion nun doch beschlossene Sache ist, auch wenn sie erst in 5 Wochen mit einer demokratischen DDR-Führung besiegelt werden kann? Kann es noch überraschen, dass die harte D-Mark demnächst als gesamtdeutsche Währung die DDR-Wirtschaft retten soll? Und dass Modrow nichts bleibt, als weiter auf Kanzlerkurs einzuschwenken mit ein paar pflichtgemäßen Vorbehalten? Ein deutsches Sprichwort mussten wir doch längst korrigieren, denn erstens kommt es schneller und zweitens, als man dachte. Die deutsche Einheit mit der Währungseinheit als Fundament kann nicht warten. Es sei denn, wir wollten die Landsleute drüben zur weiteren Massenwanderung nach Westen einladen und am Ende einen Preis dafür zahlen, gegen den sich die jetzt geforderten Opfer lächerlich ausnehmen. Ob es sich noch herumspricht, dass diese Opfer in Wahrheit Investitionen sind für unser Wohlergehen als Deutsche und Europäer,
Wir alle werden davon profitieren. Doch nicht jeder hat dieses Vertrauen. Ein Volk, das dort, wo es frei handeln durfte, nach dem Krieg mit Demokratie und Marktwirtschaft, mit Währungsreform und Lastenausgleich, mit Fleiß und Disziplin Unvergleichliches erreichte, mag sich das wieder zutrauen, doch sicher ist es eben nicht. So schwingt erst mal der Kanzler den Hammer, um Nägel mit Köpfen zu machen. Gewiss, er hat kaum eine andere Wahl. Doch seine Durchsetzungskraft lässt den alten Schmäh vom Aussitzen glatt vergessen. Kohl muss handeln, wenn er verhindern will, dass die Lage außer Kontrolle gerät. Er darf nicht nur Signale setzen, er muss Fakten schaffen, an denen sich die Deutschen, vor allem die Deutschen in der DDR, orientieren können. Denn um sie geht es. Ihren Drang nach Westen einzudämmen, ohne ihnen die sichere Hoffnung auf ein besseres Leben daheim zu geben, wäre so unmenschlich wie kurzsichtig. Nur die Einheit kann diese Sicherheit noch bieten, so schwierig, so schmerzhaft die Operation noch werden mag. Und nur eine rasche Operation kann den Patienten vom Verbluten retten. Keine Frage, Kohl tut genau das, was ihm mancher am runden Tisch ankreidet. Er handelt für alle Deutschen, ob er nun mit Gorbatschow redet oder mit Modrow. Und zwar als Chef einer demokratisch legitimierten Regierung, die längst nicht mehr für die Bundesbürger allein handeln darf und es in Wahrheit nie durfte. Keine Frage auch, dass sich das alles im Wahlkampf abspielt. Im DDR-Wahlkampf zunächst, in dem die SPD, Willy Brandt macht's möglich, wohl die weit besseren Karten hat als die mühsam gebündelten bürgerlichen Kräfte. Und das dürfte Folgen haben für die Bundestagswahl. Doch das Risiko, dass der CDU-Kanzler Kohl für seine Wahlchancen im Dezember eingeht, scheint mir weit geringer als die Gefahren, die eine weniger geradlinige Politik für uns alle mit sich brächte. Es wird Zeit für den Nachrichtenüberblick, den Peter Hane hat. 4 Mächteeinigung über Deutschland. Dies wurde am Rande der Außenministerkonferenz von NATO und Warschauer Pakt in Ottawa bekannt. Danach sollen die 4 Siegermächte und Vertreter der beiden deutschen Staaten nach den DDR-Wahlen auf einer Konferenz über die deutsche Einigung verhandeln. Wie vor wenigen Minuten von Diplomaten mitgeteilt wurde, hat auch die Sowjetunion ihre Zustimmung dazu gegeben. Austritte aus Warschauer Pakt wahrscheinlich. Gorbatschow-Berater Achomejew ist der Ansicht, dass in absehbarer Zeit 1 oder 2 Länder das Militärbündnis des ehemaligen Ostblocks verlassen könnten. Welche Staaten das sein würden, sagte Achomejew nicht. EG-Sondergipfel zur deutschen Frage. Der Kommissionspräsident der Europäischen Gemeinschaft Delors schlug vor, die Staats- und Regierungschefs der 12 EG-Länder sollten sich nach der DDR-Wahl treffen. Sie sollten sich dann klar zur deutschen Wiedervereinigung und deren Folgen für die EG äußern. Mandela in Soweto. In der schwarzen Siedlung hatten über 100.000 Anhänger den Nationalistenführer empfangen. Mandela rief zu Disziplin im Kampf gegen die Apartheid auf. Gleichzeitig forderte er, diesen Kampf an allen Fronten zu verstärken. Blutige Unruhen in den Sowjetrepubliken Tadschikistan und Kirgisien. Ursache ist die beabsichtigte Ansiedlung von Flüchtlingen aus Aserbaidschan. Maschinengewehrsalven in Dushanbe, der Hauptstadt Tadschikistans. Hier gilt seit gestern der Ausnahmezustand. Ein randalierender Mob hatte Geschäfte geplündert und Brände gelegt. Bislang gab es 37 Tote, fast 100 Menschen wurden verletzt. KPDSU für radikale Wirtschaftsreformen. In der Sowjetunion sollen künftig Privatunternehmen zugelassen werden. Das sieht der Entwurf des ZK für ein neues Parteiprogramm vor. Ziel ist eine Mischform von Plan- und Marktwirtschaft. 786.000 Stalin-Opfer. Sie wurden unter dem Diktator als angebliche Staatsfeinde erschossen. Diese Zahl hat der sowjetische Geheimdienst KGB veröffentlicht. Der KGB hatte auf Anweisung von Staats- und Parteichef Gorbatschow Nachforschungen über diese Ära angestellt. Gedenkfeier in Dresden. Der 45. Jahrestag der fast vollständigen Zerstörung der Stadt. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 vernichteten amerikanische und britische Bomber den historischen Stadtkern. Die Ruine der Frauenkirche blieb nach dem Krieg als Mahnmal stehen. Eine Bürgerinitiative will sie nun allerdings wieder aufbauen. Gedacht wurde auch der 35.000 Menschen, die in der Bombennacht getötet wurden.
DDR-Fernsehen steigt bei Dreisat ein. Das vereinbarten die Intendanten des ORF, der Schweizer SRG und des ZDF mit dem Generalintendanten des DDR-Fernsehens. Ost-Berlin soll politische und kulturelle Sendungen zuliefern. Verschiedene Beiträge werden in der DDR über Antenne ausgestrahlt. ZDF-Intendant Stolte wertete die Übereinkunft als einen zukunftsweisenden Schritt und einen in die richtige Richtung der neu formierenden europäischen Medienlandschaft. Über die Volkskammerwahl am 18. März werden ARD und ZDF gemeinsam mit dem DDR-Fernsehen berichten. Und morgen ist Valentinstag. Ja, und für die Wintersportler heißt das Geschenk so: Ski und Rodel gut. Ergiebige Schneefälle überall, allein im Schweizer Wallis bis zu 80 Zentimetern. Schnee und Glatteis hat in vielen Regionen der Bundesrepublik zu chaotischen Verkehrsverhältnissen geführt. Also auch morgen heißt es Vorsicht. Nun ist der Winter bei uns also doch noch gekommen. Kaum waren die letzten Schneewolken abgezogen, tauchten auf dem Atlantik schon wieder neue Wolken auf, die sich uns rasch nähern. Denn wie die Vorschau zeigt, breitet sich das neue Wolkenfeld nach Osten aus und bleibt in Süddeutschland und am Alpenrand längere Zeit hängen. So wird es morgen meist stark bewölkt sein, vor allem im Süden regnet es, in höheren Lagen fällt Schnee. Nur im Nordwesten reißt die Wolkendecke auf und es gibt nur noch einzelne Schauer. Nachts sinkt die Temperatur auf 7 bis 2 Grad. Tagsüber ist sie dann kaum verändert, nur etwas anders verteilt. Ja, das war der Tag in Bonn, so haben wir ihn gesehen. Heute im Journal in unserem Bonner Studio geht es gleich weiter. Dort nämlich diskutiert Klaus Bresser mit Spitzenpolitikern aus der Bundesrepublik und aus der DDR zum Thema: Wann kommt die Einheit? Guten Abend.